Hey, schön dich zu sehen. In diesem Video werden wir uns ansehen, wie man mehrere ganze Zahlen miteinander multipliziert. Hast du schon einen Stift und einen Zettel bei der Hand? Wenn nicht, drück kurz auf Pause und hol dir diese. Was du für dieses Video unbedingt wissen solltest, ist Folgendes. Das Vorzeichen des Produkts einer negativen und einer positiven Zahl ist negativ. Dahingegen ist das Vorzeichen des Produkts zweier negativer Zahlen positiv. Wenn du nicht verstehst, warum das so ist oder dir das nicht ganz klar ist, schau doch einfach in die Basic 1 und 2 Videos hinein. Doch wie bestimmt man nun das Produkt mehrerer ganzer Zahlen? Nun ja, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Alternative 1 ist, wir berechnen das Produkt paarweise. Alternative 2, wir berechnen zuerst das Vorzeichen der Gesamtrechnung und dann den Zahlenwert. Natürlich müssen wir bei beiden die Vorrangregeln beachten, sonst kommen wir zu einem falschen Ergebnis. Schreib dir das doch am besten mal auf. Doch wie bestimmt man nun das Vorzeichen der Gesamtrechnung? Nun ja, hierfür gibt es eine einfache Merkregel. Und zwar, ist die Anzahl an negativen Faktoren gerade, ist das Vorzeichen des Produkts positiv. Ist die Anzahl an negativen Faktoren ungerade, ist das Vorzeichen des Produkts negativ. Schreib dir diese Merkregel doch gleich mal auf. Was das bedeutet? Und wie man diese zwei Alternativen in der Rechnung anwendet, sehen wir uns gleich an einem Beispiel an. Beginnen wir mit Alternative 1. Die Alternative 1 war es, die Faktoren paarweise zu multiplizieren. Sehen wir uns das am Beispiel minus 1 mal 2 mal 3 mal minus 4 an. Die Faktoren paarweise zu multiplizieren bedeutet, die Vorrangregeln beachtend von links nach rechts zu rechnen. In unserem Fall würden wir also minus 1 mit 2 multiplizieren. Das ergibt minus 2. Der Rest der Rechnung bleibt vorerst gleich. Als nächstes multiplizieren wir minus 2 mit 3. Und das ergibt minus 6. Der Rest bleibt abermals gleich. Nun haben wir noch zwei Faktoren. Minus 6 mal minus 4. Und das ergibt 24. Jetzt zur Alternative 2. In der Alternative 2 bestimmen wir zuerst das Gesamtvorzeichen der Rechnung. Nehmen wir als Beispiel das von gerade eben her. Das Gesamtvorzeichen der Rechnung zu bestimmen bedeutet, herauszufinden, wie viele negative Faktoren in der Rechnung enthalten sind. In unserem Fall sind es zwei, nämlich minus 1 und minus 4. Da wir zwei negative Faktoren in der Rechnung haben und 2 eine gerade Anzahl ist, ist laut unserem Merksatz das Vorzeichen der Gesamtrechnung positiv. Nun müssen wir nur noch den Zahlenwert bestimmen. Also berechnen, was 1 mal 2 mal 3 mal 4 ergibt. Und das ist einfach. 1 mal 2 ergibt 2, 2 mal 3 ergibt 6 und 6 mal 4 ergibt 24. Wir kommen also in beiden Alternativen zum gleichen Ergebnis. Jetzt bist du dran. Versuch doch mal folgende Rechnung selbstständig zu lösen. Vergiss dabei nicht, dass wir zuerst die Klammern auflösen und dabei Punkt vor Strich rechnen. Wir kennen das Ganze auch als Klapustri-Regel. Wenn du nicht ganz weißt, was damit gemeint ist, zieh dir doch vielleicht zuvor nochmal dieses Video hier an. Na dann, viel Spaß beim Rechnen. Hast du fertig gerechnet? Klasse, dann lass uns sehen, was herausgekommen sein sollte. Zuerst lösen wir die innerste Klammer auf. Das ist die mit den runden Ecken, also in unserem Fall diese hier. Wenn wir diese auflösen, können wir die Rechnung so aufschreiben. Als nächstes sind die anderen beiden Klammern dran. Wenn wir diese auflösen, sieht unsere Rechnung so aus. Jetzt haben wir eine Rechnung, in der nur noch drei negative Faktoren enthalten sind. Ich habe mich hier für Alternative 2 entschieden. Also ich habe gemerkt, dass wir drei negative Faktoren haben. Das bedeutet, das Vorzeichen unserer Gesamtrechnung wird dann negativ sein. Danach müssen wir nur noch den Zahlenwert bestimmen.
Also berechnen, was 6 mal 2 mal 1 ist. Was ist das? Nun ja, 6 mal 2 ist 12, mal 1 ist 12. Also ist unser Ergebnis minus 12. Und das war's auch schon. Wenn du diese Rechnung ohne Probleme lösen konntest, bist du schon echt spitze im Multiplizieren mit ganzen Zahlen. Falls du es nicht verstanden haben solltest, wie ich auf dieses Ergebnis komme, sieh dir doch einfach nochmal die Merkregel an oder wenn du nicht verstehst, wie das Ganze zustande kommt, sieh dir doch mal das Basic 1 oder Basic 2 Video an. Was du dir aus diesem Video merken solltest, ist auf jeden Fall Folgendes. Das Produkt mehrerer ganzer Zahlen kann auf zwei Weisen bestimmt werden. Wir haben sie Alternative 1 oder Alternative 2 genannt. Das Vorzeichen des Produkts ist positiv, wenn die Anzahl an negativen Faktoren in der Rechnung gerade ist. Andererseits ist das Vorzeichen des Produkts negativ, wenn die Anzahl an negativen Faktoren in der Rechnung ungerade ist. Ich hoffe, du hattest Spaß in diesem Videozyklus. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche dir viel Spaß beim weiteren Lernen und Rechnen.